Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht, die dritte Kerze brennt, nun tragt eurer Güte hellen Schein, weit in die dunkle Welt hinein. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht, die vierte Kerze brennt, Gott selber wird kommen, er zögert nicht, auf ihr Herzen und werdet Licht. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Zeit. Weihnachten steht vor der Tür. Die vierte Kerze brennt, der Adventskalender ist fast leer gefuttert und an die Geschenke sollte man zumindest auch schon gedacht haben. Trotz Corona, es ist Advent und wir feiern Weihnachten. Alle Jahre wieder. Der vierte Advent ruft uns zur Freude auf. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Das ist der Wochenspruch für diese Woche, das Motto für den vierten Advent und für die Tage auf Weihnachten zu. Was immer wir gerade erleben, in der Familie, in Schule und Beruf, im Alltag und am Sonntag, es gibt Grund zur Freude. Gott ist ganz nahe bei uns. Der Grund des Lebens, der Erhalter der Welt, der Schöpfer der Zukunft ist uns nahe, ist Mensch geworden und wir dürfen uns freuen. Das ist die Botschaft des Weihnachtsfestes, das vor uns liegt. Man muss es sich immer wieder klar machen, gerade in einer Welt,
die ganz schön aus den Fugen geraten zu sein scheint. In der eine Pandemie, der Klimawandel, Kriege und Flüchtlingsleid auf uns einstürmen und wir uns doch meist hilflos fühlen. Gott kommt zu uns als verletzliches, kleines Kind und er geht gerade dorthin, wo wir ihn am nötigsten brauchen. Gott gibt seine Welt nicht auf und daher geben auch wir unsere Welt nicht auf. Gott will zu uns kommen und deshalb gehen wir ihm entgegen, wie einst die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland. Also machen wir uns auf, aber mit Ziel, mit Zuversicht und mit adventlicher Freude, wie es der Wochenspruch sagt. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen gesegneten vierten Advent und ein frohes Fest. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I've bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Stopping, and I've bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Fröhliche Weihnachten. Und bleibt gesund. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Mit diesem wunderschönen Choral grüße ich Sie und euch hier beim digitalen Adventskranz. Ich bin Sabine Gradke. Ich habe vor 30 Jahren hier in der Gemeinde als Vikarin und dann als Pastorin im Hilfsdienst gearbeitet. Inzwischen bin ich Pfarrerin im Ruhestand, aber der Gemeinde Maiderich fühle ich mich immer noch und wieder ganz neu verbunden. Mit Bläserfreunden und Freundinnen haben wir diesen wunderschönen Adventschoral eingespielt. Die Musik von Georg Friedrich Händel, der Text des evangelischen Theologen Friedrich Heinrich Ranke vermitteln so viel Freude und Hoffnung. Und ich denke, beides können wir in diesem Jahr auch wirklich gut gebrauchen. Da ist die Rede vom König, vom Friedefürst, der kommen wird. Auf den können wir uns freuen. Er wird Frieden bringen, Trost, Kraft, Hoffnung und Hilfe. Thank you.
Wir als Christinnen und Christen glauben, dass Jesus dieser König und Friedefürst ist. Er bringt Heil und Heilung in die Welt. Ich wünsche Ihnen und euch, dass das in dieser Adventszeit 2021 erlebt wird. Jesus, der König, der Friedefürst, der Gerechte, der Helfer, ist auch für uns da, für jeden und jede ganz persönlich. In diesem Sinne eine gesegnete Adventszeit. Weihnachten von Andrea Seils. Weihnachten war vorbei und Dieter musste wieder zur Arbeit. Wie immer stieg er in die Straßenbahn und suchte sich einen Sitzplatz im hinteren Wagenteil. Alles war wie immer. An den Fenstern klebte die Warnung vom Schwarzfahren, die Reklame für das Umweltticket, der Silvesterfahrplan. Nur das kleine Plakat neben dem Ausstieg schien ihm nicht mehr zu passen. Gott wurde Mensch und lebt unter uns. Frohe Weihnachten. Gehabt zu haben, murmelte Dieter vor sich hin. Das Plakat haben die wohl vergessen. Weihnachten ist doch vorbei. Dabei klopfte er mit der flachen Hand auf seine Aktentasche, als wollte er diese Tatsache bestätigen. Was soll das überhaupt bedeuten? Gott, Mensch, unter uns. Das könnte ja jeder sein, womöglich hier, jetzt in dieser Straßenbahn. Dieter zog die Stirn in Falten. Und als wollte er diesen Gedanken einer kritischen Prüfung unterziehen, begann Dieter, die Leute zu mustern. Da vorn, die Alte, mit dem großgeblümten Kopftuch. Sie schmatzte geräuschvoll und entblößte dabei große, goldene Zähne. Würde Gott so unter uns leben? Vielleicht. Oder könnte es nicht doch eher dort die junge Frau mit den lebendigen Augen sein? Sie hatte so ein freundliches Gesicht und ihre Hände wirkten sanft. Ihm zumindest würde sie gefallen. Sie hatte so etwas Anrührendes. Die Frau schien seine Blicke gespürt zu haben und drehte sich zu ihm hin. Ihre Augen sprühten verächtlich. Dieter fühlte sich ertappt und guckte schnell wieder auf das kleine Plakat. Gott wurde Mensch und lebt unter uns. Aber sicher würde er nicht so giftig gucken wie diese Frau.
Oder etwa doch? Dieter gefiel dieser Gedanke nicht. Er suchte nach einer freundlicheren Erscheinung. Zum Beispiel der Mann dort mit der hohen Stirn, dem die Brillengläser beschlugen. Oder die kleine Frau mit den grauen Haaren. Durch eine dumpfe Musik wurde Dieter in seinem Nachdenken unterbrochen. Ein Jugendlicher in der hintersten Reihe hörte sie lautstark über einen kleinen Kopfhörer. Dabei bewegte er rhythmisch seinen Oberkopf. Als Dieter sich mit missbilligenden, hochgezogenen Augenbrauen nach ihm umdrehte, hob der Junge zwei Finger zum Gruß und grinste ihm an. Dieter fand das unverschämt. Gleichzeitig schoss ihm die Frage durch den Kopf. Oh Gott, um als Mensch unter Menschen zu leben, womöglich sogar die Gestalt dieses Jungen annehmen würde. Aber Dieter konnte sich nicht vorstellen, dass Gott solche Musik mochte. Die Straßenbahn hielt an. Neue Fahrgäste stiegen zu. Schwer beladen mit Reisetaschen drängte sich eine Frau durch den Gang, setzte sich auf den freien Platz neben dem Jungen mit dem Kopfhörer und hantierte umständlich mit ihren Taschen. Hilfesuchend guckte sie zu dem Jungen. Wortlos und ohne mit seinen rhythmischen Bewegungen aufzuhören, griff der eines der Gepäckstücke und nahm es auf seinen Schoß. Die Frau lächelte ihm dankbar zu. Gott wurde Mensch und lebt unter uns. Dieter, der die Szene beobachtet hatte, drehte nachdenklich den Kopf zur Seite. Mit den Ärmeln wischte er über das beschlagene Fenster. Schemenhaft erkannte er sein eigenes Gesicht. Ich wünsche allen einen frohen Advent.